gemacht haben. Vielen Dank bist du hier. Vielen Dank bist du mit Marcel. Amen. Stell dir vor, du hast heute einen freien Abend vor dir. Nichts geplant. Herrlich. Und am Nachmittag kommt dein bisschen nerviger Nachbar zu dir und sagt, hey, heute Abend grillieren. Wie wär's? Kommst du zum Grillen oder hast du was anderes vor? Was antwortest du? Andere Situation. Du bist eingeladen bei deiner ein bisschen empfindlichen Tante und sie tischt großes Essen auf und du sitzt mit ihr 1:1 alleine am Tisch und sie fragt dich so, und wie schmeckt dir das Essen? Was tust du? Sagst du die Wahrheit oder versuchst du mit einer kleinen Lüge großen Ärger zu vermeiden? Wie ist es mit dem Lügen und der Wahrheit? Was feststeht, dass Wahrheit ein hoher Wert in der Bibel ist. Oder wenn es um die Wahrheit geht, dann gibt es eigentlich keine Kompromisse, oder? Gott selber ist die Wahrheit. Da sagt dieser Prophet, der letzte Woche in der Predigt schon dran kam, dieser Bileam, der sagt im 4. Mose 23, steht das, sagt er über Gott, Gott ist kein Mensch, der lügt. Er ist kein Mensch, der etwas bereut. Hat er je etwas gesagt und nicht getan? Hat er je etwas versprochen und es nicht wahrgemacht? Gott selbst sagt die Wahrheit. Jesus, der Sohn von Gott, behauptet oder sagt über sich selber, Johannes 14, ich bin der Weg und die Wahrheit in Person und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und jetzt, wer an Gott glaubt, wer Jesus nachfolgen möchte, der orientiert sich an ihm, auch bezüglich der Wahrheit. Oder? Wir haben schon gehört, in den 10 Geboten gibt es dieses 7. Gebot, oder je nachdem, welche Zählung man nimmt, du sollst vor Gericht keine falsche Aussage treffen. Oder kürzer gefasst, du sollst nicht lügen. Zieht sich durch die Bibel hindurch. Wir sehen zum Beispiel in den Sprüchen, markant auf den Punkt gebracht, Sprüche 12, Vers 22, Lügner sind dem Herrn zuwider, aber er freut sich über ehrliche Menschen. Und im Neuen Testament, wenn wir schauen dort, die Anweisung an die Gemeinde, in Ephesus, aber eigentlich an alle Christen, belügt einander nicht mehr, sondern sagt die Wahrheit. Wir sind doch als Christen die Glieder eines Körpers, eines Leibes, der Gemeinde von Jesus. Also der Fall ist klar, oder? Lügen ist keine Option. Oder? Wir schauen uns heute eine Geschichte aus der Bibel an, aus dem Alten Testament, wo das eben doch nicht so ganz klar ist. Und der ziemlich kontrovers ist, dieser Text. Mit der Frage, ja, wann ist denn Lügen vielleicht doch okay? Wir springen das 2. Mosebuch, ganz in den Anfang, 2. Mose, Kapitel 1. Dort steht Folgendes. Der König von Ägypten erteilte den hebräischen Hebammen Schifra und Pua folgenden Befehl. Wenn ihr den hebräischen Frauen bei der Geburt Hilfe leistet und ein Junge geboren wird, dann tötet ihn. Ist es jedoch ein Mädchen, dann lasst es am Leben. Was für ein grausamer Auftrag von diesem ägyptischen König, von diesem Pharao an diese Hebammen. Was für eine bedrohliche Lage für die Israeliten. Alle neugeborenen Jungen, die neu zur Welt kommen und eben ein Junge, das Baby ein Junge ist, die sollen getötet werden, sofort nach der Geburt. Wie kommt jemand dazu? Wie kam es dazu? Die Zeit ist die folgende. Wir sind in dem Jahr 1500 vor Christus ungefähr. Dieser Pharao da, der an der Macht ist, gehört zur 18. ägyptischen Dynastie
Und einige Zeit vorher spielt die Geschichte von Josef, der Israelit war und nach Ägypten kam durch wirre Umstände und in Ägypten versklavt wurde. Und auf einmal aufstieg zum zweithöchsten Mann neben dem Pharao über Ägypten. Als Fremder, durch Gott geführt, wurde er zweitstärkster Mann in Ägypten. Und hatte die große Aufgabe, während guter Jahre und dann auch während einer Hungersnot die Ägypter zu versorgen. Und dank diesem Josef und Gott durch den Josef haben diese Ägypter überlebt. Und sogar noch andere Völker außenrum konnten nach Ägypten ziehen und Korn kaufen und überleben. Unter anderem auch die Familie von Josef. Seine Brüder und sein Vater, die lädt er ein, auch nach Ägypten zu kommen und dort zu leben und sich dort anzusiedeln, weil bei ihnen in ihrem Land Hungersnot weiterhin herrschte. Und so kam es, dass die Familie, die größere Familie von Josef, zunächst 70 Personen waren sie dort in Ägypten und hatten ihr eigenes Viertel oder ihr eigenes Gebiet dort. Und sie wurden größer und sie wurden mehr. Sie vermehrten sich als Familie und als Stamm und als Volk, bis die Ägypter, ein neuer König, kam an die Macht, der nichts von diesem Josef wusste und der auf einmal gemerkt hat, Moment, wir Ägypter, dort die Israeliten, die werden größer und mächtiger und das Volk wird groß und die sind eine Bedrohung für uns. Und wenn ein Krieg ausbrechen könnte, könnten die Feinde diese Israeliten gegen uns verwenden und dann werden wir platt gemacht. Wir müssen diese Israeliten bekämpfen. Und der Pharao hat einen Plan, der Plan A. Unser Plan A heißt, wir versklaven diese Israeliten. Dann werden einige von ihnen sterben. Sie werden nicht dazu kommen, ihre Familien zu versorgen und sich zu vermehren. Dieser Plan A misslingt, denn die Verse vorher besagen, dass das Volk noch größer wird und stärker wird und größer und mehr wächst. Weil Gott sein Versprechen erfüllt, das er Abraham gegeben hatte, du sollst eine große Familie werden, du sollst viele Nachkommen haben. Das erfüllt Gott, dieses Versprechen, auch durch manche Wirren und schräge Situationen hindurch. Und drum fasst der Pharao einen zweiten Plan. Sein Plan B heißt, okay, lassen wir alle männlichen Babys töten. Und wir machen das nicht selber, wir machen uns nicht selber die Finger schmutzig. Das sollen deren Hebammen übernehmen. Die sollen das machen. Und er ruft diese vermutlich Chef-Hebammen zu sich, diese Schifra und Pua. Und wenn man das liest, diesen Text, auch die nächsten Verse, dann taucht dort 7-mal das Wort Hebammen auf und das kommt sonst in der Bibel fast nie vor. Das heißt, die haben eine Schlüsselrolle hier in diesem Text, diese Hebammen, und sie werden sogar mit Namen erwähnt, Schifra und Pua. Und der Pharao sagt zu ihnen, immer wenn ein männliches Kind geboren wird, ein männliches Baby zur Welt kommt, tötet es sofort. Bevor ihr es dem Vater übergebt oder den Vater ruft, wie das damals üblich war, und dass ihm das Baby übergebt, tötet den Jungen sofort. Die Mädchen, die können vielleicht noch als Dienerinnen herhalten, die lasst am Leben. Aber die Jungs, die eine Gefahr darstellen, wenn sie älter werden, wenn sie mögliche Krieger werden und Aufstand üben könnten, die tötet. Pharao wollte, dass die Israeliten keine Bedrohung mehr darstellen, ja, dass sie irgendwann aussterben werden, wenn es keine Männer mehr gibt. Und drum dieser grausame Befehl. Vers 16, wenn ihr den hebräischen Frauen bei der Geburt Hilfe leistet und ein Junge geboren wird, dann tötet ihn. Jetzt, was sollten sie tun? Was würdest du ihnen raten? Wenn du davon erfährst, in dieser Situation, die Hebammen kriegen diesen Befehl und sollen es an ihre untergegebenen Hebammen weitergeben, überall, bei jeder Geburt, wenn es ein Junge ist, tötet ihn, sagt der Pharao, der Größte, der König unseres Landes. Was tun? Wenn wir das vergleichen mit diesen Situationen vom Anfang, dann wirkt das lächerlich, oder? Der Nachbar, der sagt, kommst du zum Grillieren? Oder die Tante, die fragt, wie schmeckt dir das Essen? Ich hoffe, bei den zwei Situationen, bei dem Nachbarn und bei der Tante, sind wir uns einig, dass es da darum geht, die Wahrheit zu sagen.
Es kommt ja immer noch mal darauf an, wie diplomatisch man die Wahrheit sagt oder wie knallhart. Aber wir sind aufgerufen, die Wahrheit zu sagen. Und nicht zu lügen, wenn es für uns einfach bequemer ist und angenehmer ist. Jetzt, wie ist das aber, wenn andere von dir oder von mir etwas verlangen, was in deinen Augen falsch ist? Wenn der Chef, wie bei mir schon vorgekommen, in einem Nebenjob, wenn der Chef zu dir kommt und sagt, ah, ich habe so viel zu tun, wenn das Telefon klingelt, sag einfach, ich bin nicht da. Was machst du dann? Oder wenn der Staat von einem Arzt verlangt, Abtreibungen durchzuführen. Sehr ähnliche Situation wie hier in 2. Mose. Was tut der Arzt? Jetzt, was tun die Hebammen? Wir lesen weiter in diesem 2. Mose 1. Dort steht, aber weil die Hebammen Ehrfurcht vor Gott hatten oder Gott fürchteten, gehorchten sie dem König von Ägypten nicht und ließen die Jungen am Leben. Da rief der König von Ägypten die Hebammen zu sich. Warum tötet ihr die Jungen nicht? Wollte er wissen. Herr, antworteten sie ihm, die hebräischen Frauen sind kräftiger als die ägyptischen Frauen. Noch bevor eine Hebamme zu ihnen kommt, haben sie ihr Baby bereits geboren. Was für eine fromme Lüge. Aber es ist doch erstaunlich, was dort über diese Frauen beschrieben steht, oder? Sie fürchteten sich nicht vor dem König, vor dem Herrscher, dem Weltherrscher. Wen fürchteten sie? Sie fürchteten ihren Gott. Sie hatten Ehrfurcht vor ihrem Gott. Sie liebten ihren Gott. Und sie haben sich ihm untergeordnet und wollten um jeden Preis ihm gehorchen. Was für ein Vorbild. Was für ein Vorbild, dieser Satz. Ja, aber weil die Hebammen Ehrfurcht vor Gott hatten, gehorchten sie dem König von Ägypten nicht. Wie stark, oder? Und sie ließen die Jungs am Leben. Das war noch vor den 10 Geboten, noch vor dem Gesetz, vor diesem Bund, das die Israeliten ja dann erst am Berg Sinai, als sie aus Ägypten ausgezogen waren, geschlossen hatten. Und wo sie sagten, wir verpflichten uns darauf, Gott zu gehorchen, wir werden vor Gericht keine falsche Aussage treffen, wir werden nicht lügen, wir sind bei der Wahrheit. Das kam alles erst viel später. Aber diese Hebammen hatten schon eine Ahnung davon und wussten, wie eigentlich fast jeder Mensch bis heute auch, einen Menschen zu töten ist falsch. Einen Menschen zu töten ist falsch, auch wenn es der König des damaligen Weltreichs Ägypten befiehlt. Wir sind nicht einfach fein raus, wenn wir sagen, Befehl von oben führen wir aus, wir können nichts dafür. Nein, sie wissen, sie sind selber für ihres Tun und lassen verantwortlich und ihre Ehrfurcht vor Gott ist größer als die Furcht dem Pharao gegenüber. Ihr eigenes Leben war ja bedroht, oder? Wenn der Pharao dahinter kommt. Und dann, was passiert dann mit ihnen? Aber es war ihnen wichtiger, sich ihrem Gott unterzuordnen und ihn zu fürchten und so zu handeln. Der Pharao zeigt sich als ein Feind des Lebens. Der Auftrag von Gott war ja, 1. Mose 1, bevölkert die Erde. Und eigentlich hätte er jubeln sollen, wenn ein neues Kind auf die Welt kommt. Jawohl, ein neuer Erdenbürger ist da. Aber er stellt sich gegen das Gebot von Gott und will diese männlichen Babys töten lassen. Und vielleicht wussten die Hebammen davon, dass Gott schon zum Noah gesagt hatte, nach der Sintflut sagte Gott nochmal einige grundsätzliche Dinge zu Noah und sagte, wer einen Menschen tötet, der soll sterben. Weil Menschen sind nach dem Ebenbild Gottes geschaffen. Dort ist etwas Heiliges. Man darf nicht das Leben eines anderen antasten, sagte Gott. Und diese Ehrfurcht vor Gott oder Gott zu fürchten und sich Gott unterzuordnen, zu wissen, ich bin nicht Gott, sondern ich bin ein Geschöpf und er ist Gott. Das heißt, das Gott zu fürchten. Ich weiß, wer ich bin und ich weiß, wer er ist.
Das wird später ganz oft in Zusammenhang gebracht damit, wenn ich Gott fürchte, dann ist das nicht irgendwas, was ins Leere läuft, sondern dann halte ich mich an seine Gebote mit seiner Hilfe. Zwei Beispiele, 5. Mose 10. Nun Israel, was fordert der Herr, dein Gott, noch von dir, als dass du den Herrn, deinen Gott, fürchtest, dass du in allen seinen Wegen wandelst und ihn liebst und dem Herrn, deinem Gott, dienst von ganzem Herzen und von ganzer Seele. Jemand hat vorhin übrigens bei der Aufzählung der 10 Gebote das genannt, oder liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist nicht direkt in dieser Aufzählung dabei, in 2. Mose 20 oder 5. Mose 5, aber es ist fast das zusammen, oder? Von dem her war das nicht ganz falsch. Jesus wiederholt das und sagt, das fasst das zusammen. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und Jesus sagt in Johannes 14, wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Das gilt für uns bis heute, oder? Wenn wir behaupten, wenn wir vorher gesungen haben, sei du der Mittelpunkt in meinem Leben, dann merke ich selber, dass das so leicht geht, dass ich das einfach so singe. Weil es steht da vorne und ich lese das braverweise irgendwie mit oder singe das mit. Aber Gott ist immer ein Gott, der ganz konkret sein will, oder? Und er uns sein Wort gegeben hat und sagt, wenn du mich liebst, dann hältst du dich an meine Gebote. Und du wirst sehen, dass du das alleine nicht schaffst. Aber ich vergebe dir und ich nehme dich neu an und ich helfe dir dabei. Aber es ist das Größte, was du tun kannst, mich zu lieben und mir zu gehorchen. In der Apostelgeschichte sehen wir das, dass den Aposteln dort verboten wird, von Jesus zu reden. Die jüdischen Führer wollten das nicht, dass die Leute das hören und dass die Apostel das sagen. Dieser Jesus, mit dem wir unterwegs waren, der wurde gekreuzigt, aber der ist auferstanden. Und die jüdischen Führer, ihr selbst, habt Jesus ans Kreuz gebracht. Das wollten die natürlich nicht hören. Und darum haben sie den Aposteln verboten, weiterhin von Jesus zu reden. Und was tun sie? Sie sagen diesen Satz, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Das Gleiche, was die Hebammen hier tun. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Auch wenn der Pharao 100-mal verlangt, bringt diese Babys um. Sie wissen, ich bin in allererster Linie meinem Gott und Schöpfer verpflichtet. Und sie treffen diese mutige Entscheidung, Gott mehr zu gehorchen als den Menschen. Wir brauchen heute Leute, die diesen Mut aufbringen, dass du und ich mutige Entscheidungen treffen, weil wir Gott mehr gehorchen wollen als Menschen. Die erste Bedingung ist natürlich, dass wir wissen, was denn Gott von uns möchte. Dass wir wissen, was Gottes gute Gedanken über unser Leben sind. Dass er nicht irgendwelche sinnlosen Sachen von uns verlangt, die dann eben ganz schwierig sind umzusetzen und uns in ganz doofe Situationen bringen, weil sie eigentlich nur doof und sinnlos sind. Nein, sondern weil Gott der Erfinder des Lebens ist und gute Gedanken über unser Leben hat. Darum ist das Beste, was wir tun können, uns an ihm orientieren und mit seiner Hilfe und seiner Kraft ihm zuerst zu gehorchen. Statt Menschen. Wer ist dabei, mutige Entscheidungen zu treffen, dass wir Gott mehr gehorchen als Menschen? Ich hoffe, dass wir da gemeinsam unterwegs sind, einander helfen können und uns gegenseitig fragen, ja, was ist denn jetzt das Richtige in dieser Situation? Das ist ja manchmal nicht so schwarz-weiß und ganz einfach. Und da können wir uns helfen, gegenseitig mutig zu sein und Entscheidungen zu treffen, die Gott ehren und die nicht uns selber irgendwie so durchmogeln und halt der bequemere Weg sind. Der bequemere Weg war sicher für die Hebammen nicht. Der Pharao bekommt das mit. Vers 18, dass nach wie vor hebräische Jungs geboren werden und dann natürlich gefällt ihm das nicht und er macht den Vorwurf und er hakt nach, dass sein Befehl missachtet wurde. Und jetzt eben diese fromme Lüge der Hebammen. Ich habe mich gefragt, warum lügen sie überhaupt? Also was sie getan haben, war ja gut und aller Ehren wert, dass sie sagen, nein, wir tun das nicht und wir verschonen die Jungs, sie sollen am Leben bleiben, weil Gott für das Leben ist. Alles okay.
Aber warum sagen sie zu dem Pharao jetzt nicht als Erklärung, nein, wir tun das nicht. Unser Gott verbietet das. Unser Gott verbietet uns das, diese Jungs zu töten. Drum tun wir es nicht, egal was du sagst. Das wäre ja mutig gewesen, oder? Warum lügen sie den Pharao an und sagen, ja, wir kommen halt zu spät zur Geburt. Die Mutter hat ihr Kind bereits in Sicherheit gebracht. Wir kriegen es gar nicht in die Hände und können es deshalb nicht töten. Warum diese Lüge? Und vielleicht wussten die Hebammen, dass wenn sie den Auftrag nicht ausführen, dass sie einfach getötet werden, andere werden eingesetzt und beauftragt und die werden es dann ausführen. Sie wollten das System des Pharao nicht unterstützen. Und sie wussten, der Pharao mit seinen bösen Absichten hat kein Recht, die Wahrheit zu hören. Und sie haben gewusst, Leben zu retten ist wichtiger als die Wahrheit in diesem Fall. Wir sehen das in anderen Situationen in der Bibel auch. Ich habe selber gestaunt, als ich darauf gestoßen bin oder das nachgelesen habe. Ein bisschen später im Josua Buch Kapitel 2, wo dieser Rahab zwei ägyptische Spione versteckt und das irgendwie rauskommt. Da ist jemand in die Stadt gekommen, nach Jericho, um uns auszuspionieren. Rahab, wo sind die? Und was sagt sie? Ja, ich habe die halt bei mir auf dem Dach versteckt, aber sagt es nicht weiter. Nein, sie lügt. Sie lügt und rettet damit diesen zwei Spionen das Leben und der Plan Gottes geht weiter, dass Jericho erobert wird und diese Rahab rettet ihr eigenes Leben und wird gesegnet und wird im Neuen Testament als eine Heldin des Glaubens geehrt. Unter anderem hat sie mit einer Lüge Leben gerettet. Wir sehen Michal, diese Frau von David, König David, wo Saul, ihr Vater, hinter dem David her ist und sie ihn versteckt und mit einer Lüge König Davids Leben rettet. Wir sehen öfter eine Lüge in der Bibel, um Leben zu retten. Den Versen, die danach kommen, wird Mose geboren werden. Und diese Hebammen sind mitverantwortlich dafür, dass Mose geboren werden kann. Stell euch vor, sie hätten den Befehl ausgeführt, alle Jungs, die kommen, die geboren werden, getötet. Mose wäre nicht geboren worden. Der Retter, der die Israeliten aus Ägypten befreit hat, wäre nicht geboren worden. Das Ähnliche sehen wir bei Jesus. Der damalige König, der geherrscht hat zur Zeit, als Jesus geboren wurde, hatte auch Angst. Herodes. Und er befahl, alle neugeborenen Kinder zu töten. Aber es gelang ihm nicht, den Retter, Jesus, zu töten, weil Jesus geschützt wurde. Es gibt noch weitere Vergleiche zwischen Mose und Jesus. Ja, was die Israeliten brauchten, als sie in Ägypten versklavt wurden, sie brauchten einen Retter. Und das wurde Jesus. Das wurde Mose. Und der Vergleich mit Jesus ist, dass auch wir Menschen, auch heute, einen Retter brauchen. Die Bibel beschreibt das ganz deutlich, dass auch wir Menschen ohne Gott eigentlich Sklaven sind. Sklaven sind von der Sünde, von einem Leben ohne Gott, gegen Gott. Und auch wir brauchen diesen Retter. Und es ist nicht Mose, sondern Jesus. Jetzt, wie reagiert Gott? Er taucht ja noch gar nicht auf hier in diesem Bericht bisher. Was tut er und was hält er von der Lüge der Hebammen? Erstaunliches. Vers 20, Gott segnete die Hebammen. Und das Volk der Israeliten wurde sehr groß und mächtig. Weil die Hebammen Ehrfurcht vor Gott hatten, schenkte er ihnen viele Kinder. Schließlich befahl der Pharao seinem ganzen Volk, werft alle neugeborenen hebräischen Jungen in den Nil, aber verschont die Mädchen. Gott belohnt die Lüge. Hast du es gewusst? Also nicht jede,
Aber hier sehen wir das, 1:1. Gott segnet die Hebammen. Und er belohnt sie dafür, dass sie das Leben höher geachtet haben, als in diesem speziellen Fall die Wahrheit. Und Gott handelt souverän. Er lässt das Volk weiter wachsen. Genau das, wovor der Pharao so Angst hatte. Und sie wachsen weiter und verbreiten sich. Und es steckt ja in dieser Lüge der Hebammen, steckt noch eine Ironie drin, oder? Sie sagen und behaupten, ja, die ägyptischen Frauen, die sind kräftiger, die sind stärker als ägyptische Frauen. Und genau das wollte der Pharao ja nicht hören. Genau das war seine Befürchtung. Die Hebräer, die Israeliten, die sind stärker, die sind mächtiger. Und das steckt sogar in dieser Lüge drin. Jetzt gibt es unterschiedliche Meinungen darüber, ob denn diese Hebammen mit ihrer Lüge einen Fehler gemacht haben. Es gibt einerseits die Meinung, dass Leute sagen, ja, sie haben einen Fehler gemacht, indem sie gelogen haben, weil wir müssen die Wahrheit sagen, aber sie haben das kleinere Übel gewählt. Und Gott hat ihnen gleich vergeben. Ich glaube nicht, dass das richtig ist. Sondern ich glaube, nein, sie haben keinen Fehler gemacht. Weil ja eindeutig sichtbar ist, dass Gott sie segnet. Und dass Gott sie nicht zurechtweist und sagt, ja, ihr habt den kleinen Fehler der Lüge begangen, aber es war ja im Zusammenhang der und so weiter Lebensrettung, deshalb ist es, ich vergebe euch und dann ist es wieder okay. Nein, kein Wort davon. Sie haben das Prinzip angewandt, Leben zu schützen, ist wichtiger, als die Wahrheit zu sagen. Es gab während der Zeit des Dritten Reiches diese Situation, dass Nazis Juden gesucht haben und sie ausrotten wollten und an Häuser geklopft haben und gefragt haben, habt ihr Juden versteckt? Und wenn dann jemand gesagt hat, obwohl irgendwo auf dem Dachboden oder in einem Kellerraum oder im geheimen Raum sonst Juden versteckt waren, wenn dann jemand geantwortet hat, nein, ich habe keine Juden versteckt, dann war das richtig, oder? Dann war das keine Sünde, dann war das kein Fehler, weil in diesem Fall Leben zu schützen viel wichtiger ist, als die Wahrheit zu sagen. Wenn der Chef dich bittet zu lügen, dann ist das eine andere Situation. Dann steht normalerweise nicht das Leben auf dem Spiel. Jetzt war das bei mir so, dass mein Chef zu mir das genau das sagte. Ich bin beschäftigt, wenn ein Telefon kommt, dann sage ich, ich bin nicht da. Ich weiß nicht mehr genau, wie ich die Situation gelöst habe. Aber ich habe mich in irgendeiner Form geweigert. Was ich gesagt habe, weiß ich nicht mehr. Aber man könnte die Situation ja anders lösen, dass man zum Beispiel sagt zu dem Chef, ich möchte lieber die Wahrheit sagen. Mein Vorschlag ist zu sagen, der Chef ist gerade beschäftigt, rufen Sie, er kann Sie zurückrufen oder Sie rufen später nochmal an oder Sie schreiben eine Mail. Der Chef wird konfrontiert damit, aber glaube ich auf eine gute Art und Weise. Und so könnte man die Situation lösen, statt einfach bei der Lüge mitzumachen. Wenn Kinder auf dem Schulweg von einem Fremden angesprochen werden, dann müssen sie denen nicht die Wahrheit sagen. Am besten gar nichts sagen, aber sie müssen dem nicht die Wahrheit sagen. Wenn dich am Telefon jemand reinlegen will, Stichwort Enkeltrick oder ähnliches, dann musst du den nicht freundlich behandeln, weil du weißt, ich soll an meinen Nächsten lieben und am besten immer freundlich sein und nett sein und die Wahrheit sagen. Nein, durch seine bösen Absichten hat der andere das nicht verdient, von mir die Wahrheit zu hören. Ich muss ihm nicht alle Fragen beantworten, am besten natürlich gerade auflegen. Da geht die Sicherheit vor der Wahrheit und der Nächstenliebe. Wir sehen in dieser Geschichte hier zwei große Linien, einen größeren Zusammenhang. Es geht ja nicht nur um diese eine Lüge, es geht um einen größeren Zusammenhang und der heißt, dass wir einerseits die Rolle von Gott darin sehen müssen. Dass es sinnlos ist, wie der Pharao sich gegen Gott zu stellen. Sein Plan A misslingt,
Zwangsarbeit, sie werden sich nicht vermehren. Sein Plan B misslingt. Jungs töten, geht nicht auf. Sein Plan C, den er in Vers 22 dann fasst, auch der wird misslingen. Dass er jetzt dann halt seinen eigenen Leuten sagt, okay, wenn ihr irgendwas mit diesen hebräischen Jungs, den Neugeborenen, zu tun bekommt oder die zu fassen kriegt, dann werft sie in den Nil. Auch dieser Plan wird nicht aufgehen. Sogar die eigene Tochter des Pharao im nächsten Kapitel, als sie den kleinen Mose dort in diesem Korb im Nil schwimmen sieht, sie ermordet ihn nicht. Sie nimmt ihn zu sich. Nimmt ihn ironischerweise an den Königshof unter die Nase des Pharao und zieht ihn auf, der das Volk retten wird. Es ist sinnlos, sich gegen Gottes Pläne zu stellen, weil Gott sein Volk schützt. Heute in unserer Zeit werden Christen verfolgt. Man sagt bis zu 300 Millionen Christen. Man stellt sich das mal vor. 300 Millionen Menschen. Einfach weil sie glauben, dass Jesus Christus lebt und sie ihm nachfolgen wollen. Nehmen Nachteile und bis sogar ihr Leben oder den Tod in Kauf. Aber auch wenn Christen verfolgt werden, auch wenn bei uns die öffentliche Meinung oft gegen Christen ist oder der Wind rauer wird, auch wenn Gemeinden hier im Westen oftmals leider momentan nicht wachsen, sondern stagnieren mindestens. Gott hat es in der Hand. Er wird zu seinem Ziel kommen. Nichts und niemand wird sein Volk auslöschen können. Sehen wir beispielhaft an dieser Geschichte. Er hat es in der Hand. Er spielt die Hauptrolle. Und das Zweite, was wir sehen, ist unsere Verantwortung. Dieses Vorbild der Hebammen, die Courage zeigen, die mutig entscheiden für Gott, ihm mehr zu gehorchen als den Menschen. Ja, wenn wir Jesus nachfolgen, dann können auch wir in die Zwickmühle geraten. Dass es nicht ganz so bequem ist, Jesus nachzufolgen und das konsequent zu tun. Wenn wir fragen, ja, welches Verhalten ist denn jetzt gerade richtig? Wir brauchen Mut. Und uns auch gegenseitig dabei zu unterstützen, mutige Entscheidungen zu treffen in Ehrfurcht vor Gott, auch wenn es unbequem ist. Und der Heilige Geist, der will uns dabei helfen, diese Entscheidungen zu treffen und auch durchzuziehen. Im Normalfall heißt das, die Wahrheit zu sagen. Wann ist Lügen okay? Wir haben diesen Spezialfall gesehen hier, um Leben zu schützen. Ist das hier und an anderen Stellen in der Bibel okay, die Wahrheit nicht zu sagen, sondern zu lügen? Aber in unserem alltäglichen Leben kommen wir wahrscheinlich höchst selten in diese Situation und sind aufgefordert, so wie Gott Wahrheit ist, unser Gott die Wahrheit sagt und selbst verkörpert, auch seine Wahrheit weiterzugeben an andere. Und verlässlich zu sein, dass Menschen wissen, worauf sie sich einlassen, ob sie uns vertrauen können oder nicht. Ja, weil wir die Wahrheit sagen. Weil wir den verkörpern und dem nachfolgen, der selbst die Wahrheit ist und der uns aus der Sklaverei geführt hat und gerettet hat und bei sich hält in seiner Hand bis in alle Ewigkeit. Ich bete. Vielen Dank, Herr, für dieses erstaunliche Beispiel, diesen Mut dieser Hebammen. Und du fandest dieses Beispiel so wichtig, dass es heute noch in der Bibel steht. Dass sie sogar ihren Namen noch kennen heute. Du hast sie gesegnet. Du hast sie belohnt. Sie haben dir vertraut. Es war wichtiger, dich zu ehren, als selber gut davon zu kommen. Ich danke, dass du unser Leben siehst. Und dass du uns hilfst. Hilf uns, dir nachzufolgen. Und erfüll uns mit deinem Geist, der uns Weisheit gibt, Entscheidungen zu treffen. Mut zu haben, zu dir zu stehen. Und nicht einfach irgendwo mitzuschwimmen und irgendwas zu tun, was deinem Willen nicht entspricht. Danke, Jesus, dass du selber vorgelebt hast, was es heißt, ein Leben zu führen, wie es Gott ehrt und wie es aussieht, dich zu lieben in allem. Vielen Dank, Herr. Du hilfst uns, wenn wir versagen, vergibst und schenkst Neuanfänge. Hilf uns auch, das anzunehmen und einander zu unterstützen und zu helfen.
Amen. Thank you.